Guten Morgen, lieve Himmler Schafoot, im Namen Jesu, komm ich nicht hin. Ich danke dir für deine Leib, ich danke dir für deine Güte. Du bist ein wunderbarer Gott und ich bete, dass du an diesem Tag zu uns redest. Ich bete, dass wir dein Wort verstehen, Herr, dass dein Wort uns zur Änderung bringt, Herr. Dass wir die Sache ansehen, was uns fehlen, zu ändern, Herr. Dass wir nicht bloß in unsere Zerstörung denken, sondern wir sein, es ist alle Mutterzeit, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Wie wichtig das ist, immer wieder auf ein paar Stunden zu bleiben, ans Leben zu beobachten. Das ist leicht, andere zu beobachten. Und viel Klarheit über andere erlebt haben, wo das ist, uns schwer, ans Leben selbst zu bewerten, ehrlich zu sein mit uns selbst und die Sache abzuriemen, was falsch sind. Zeichen Vers 29 von Kapitel 11 von 1. Könige. Eines Tages, als Jeroboam aus der Stadt hinausging, begegnete er unterwegs dem Propheten Ahaja aus Silo. Ahaja trug einen neuen Mantel. Außerhalb der Stadt, wo weit und breit kein Mensch mehr war, nahm er seinen Mantel, riss ihn in 12 Stücke und sagte zu Jeroboam, nimm dir 10 davon, denn der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich werde Salomo die Herrschaft über das Königreich Israels entreißen und dir 10 Stämme geben. Nur der Stamm Juda soll ihm bleiben, weil ich es meinem Diener David versprochen habe und weil Jerusalem die Stadt ist, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe. Also wie seine Welt mit einmal alles geändert hat. Salomo hat sich von Gott aufgewandt, hey, dein andere Götter. Und war noch was überbleibt vom Königshaus David, dann wird das, wenn es lebt, David. Wer trürig, so viel weißet, und trotzdem so wenig weißet gebrückt, dem sein Leben Ordnung helfen. Das wird nicht geachtet, alles wird erst verloren. Das heißt, so strafe ich Salomo dafür, dass er sich von mir abgewandt hat und nun andere Götter anbetet. Er verehrt Astarte und die Götter der Sidonier, Chemosh, den Gott der Moabiter, Milcom und den Gott der Amoriter. Er lebt nicht mehr, so wie es mir gefällt. Meine Weisungen und Gebote befolgt er nicht, wie sein Vater David es noch getan hat. Doch weil mein Diener David, den ich erwählt habe, meine Gebote und Weisungen befolgt hat, will ich Salomo diese Herrschaft nicht entreißen. Er darf regieren, solange er lebt. Sein Sohn aber werde ich das Königreich nehmen und dir die Herrschaft über 10 Stämme anvertrauen. Also, wenn du noch was überbleibst, dann wir dann mit Liebe zu David, wenn es David treu gewesen wäre. Wenn es David sich treu gehalten hat. Aber auch Jeroboam war gesagt, wenn du dich nach dem richtest, was ich dir sage, wenn du mir gehorchst und tust, was mir gefällt, wenn du meine Gebote und Weisungen befolgst, wie mein Diener David es getan hat, dann werde ich dir helfen. Also wie sein, ich glaube, Gott redet uns und Gott sagt uns, das ist wichtig. Das ist nicht, wer du bist. Das ist, ob du fähig bist, Gott zu herrschen. Ob du dich darauf konzentrierst, Gott zu herrschen. Viele können gesagt haben, all die Königin von Saba und all die, was Salomo sah, verher. Die können sagen, das Salomo ist ganz besonders, der wird immer ganz gut bleiben. Was die Gehorsam werden, Gott sich zurücktragt, dann wird das nicht mehr. Dann wird das bloß noch Trüdigkeit und Fracasso versagen. Also, das geht darum, weil dich bei Gott wie wohnt.
Nicht Wort von Gefäß wie Sand. Wie Sand bloß ein Gefäß. Wie man den Fisch seine Angst rennt, damit Gott in uns wohnen kann. Gott hier herrschen. Damit Gott in uns wohnen kann. Dann soll wie wir sehen, wie der jetzt viele gute Dinge, was Gott unter nur kommen, David steht, die Liebe zu David, wenn David so true Gott gedeint hat. Mach der Herr uns helfen. Ich danke dir, Herr, für das Wort. Ich bete im Namen Jesu, dass du uns verstehst, verstehen lässt, wie wichtig das ist. Dass wir verstehen, dass, wenn uns das von da Geld geht und wie die den Regen drehen, dass wir alles verlieren. Herr, dass alles nicht in uns ist, sondern alles ist in dir. Und wenn wir von uns von dir aufwenden, haben wir alles verloren. Und denkt, wie viele andere Sachen wir haben, wenn wir die nicht haben, haben wir nicht, Herr. Halt, dass uns das von da ernstlich wichtig wird. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.